Der Schatz des Tutanchamun umfasst über 5000 Objekte, darunter 2000 Schmuck- und Goldschmiedearbeiten. Die Totenmaske besteht aus 10 Kilogramm Gold. Und auch der Sarg ganz innen ist aus massivem Gold und wiegt 110 Kilo. Manche Objekte gehören zur üblichen Grabausstattung eines Pharao. Andere sind Gebrauchsgegenstände. Der britische Ägyptologe Howard Carter entdeckt das Grab des Tutanchamun. Vier kleine Räume und einen sagenhaften Schatz. Die Vorkammer mit den Streitwagen des Pharao und drei Ritualbetten. Die Seitenkammer mit Stühlen, Tischen, Krügen und anderem Hausrat. Die Schatzkammer, in der sich die mumifizierten Eingeweide des Königs befinden. Und schließlich die Grabkammer, in der Tutanchamuns Leichnam ruht, in einem Sarkophag in drei ineinandergesetzten Särgen, der von vier Schreinen umgeben ist. Das sind die Kartuschen von Tutanchamun, aber darunter lassen sich Reste älterer Zeichen erkennen. Ein Jahrhundert nach seiner Entdeckung gibt der Schatz des Pharao ein neues Geheimnis preis. Verborgene Spuren einer geheimnisvollen Pharaonin. Das Zeichen für weiblich wurde gefüllt, mit Blattgold überdeckt und poliert, sodass nichts mehr zu sehen ist. Anhand von Fundstücken und Reliefs aus den Königsgräbern des Neuen Reichs suchen Wissenschaftler nach der wahren Herkunft des Schatzes. Sie rücken die Regentschaft des Tutanchamun 3300 Jahre nach seinem Tod in ein neues Licht. Das Armband hätte aus dem Schatz entfernt oder die Kartusche korrigiert werden müssen. Aber das perfekte Verbrechen gibt es nun mal nicht. Das Ägyptische Museum im Herzen von Kairo. Hier war der Grabschatz des Tutanchamun bislang untergebracht. Nun zieht er um in ein neues Haus. Jede Woche fährt unter strengem Polizeischutz ein Konvoi mit antiken Schätzen von unglaublichem Wert durch die staugeplagte Stadt. Sein Ziel? Die rund 10 Kilometer entfernten Pyramiden von Gizeh. Hier wird gerade das große ägyptische Museum fertiggestellt, in dem die Grabbeigaben erstmals vollständig zu sehen sein werden. Tarek Tofik ist der Direktor des Museums. Heute wird einer der sechs Streitwagen des Pharao angeliefert. Auch wenn das Team viel Erfahrung hat, ist jeder Transport ein Risiko. Die 3000 Jahre alten Objekte sind extrem empfindlich. Es ist ein besonders aufregender Moment. Denn jetzt müssen die Seiten befreit werden und es darf nichts berühren. Also muss es sehr vorsichtig gemacht werden und es muss simultan gemacht werden. Das letzte Rad ist an seinem Platz. Somit sind alle Teile des Streitwagens heil angekommen. Noch heikler zu transportieren,
Eines der Ritualbetten des Pharao. Die Bahre in Kuhgestalt verweist auf die Göttin Mehet-Weret, die zwischen ihren Hörnern die Sonnenscheibe trägt. Fehlt noch ein prüfender Blick unter die Hufe. Wir gehen sicher, dass das Artefakt nicht von irgendwelchen Insekten befallen ist. Sollte eine Infektion gefunden werden, dann muss das Stück erstmal in Quarantäne kommen. Befund alles bestens. Das Ritualbett kann nun in die hochmodernen Werkstätten des neuen Museums gebracht werden. Hier wird es, wie die anderen Betten und Streitwagen des Pharao, gereinigt und restauriert. Mit heißer Luft verflüssigen wir die Wachsschicht, die sich auf den Objekten befindet. Howard Carter hat die Fundstücke damals mit Wachs behandelt, um sie zu konservieren und zu schützen, bis zum heutigen Tag. In der benachbarten Werkstatt mehrere Halsketten aus dem Grab. Als Howard Carter sie fand, waren die Schnüre zu Staub zerfallen und die Perlen überall verstreut. Jetzt werden sie wieder zusammengesetzt. Noch nie seit seiner Entdeckung war der Schatz so zugänglich. Noch nie ist er auf derart großes Interesse gestoßen. Genau der richtige Zeitpunkt, um ihn noch einmal zu untersuchen. Und um einige Kapitel seiner spannenden Geschichte neu zu schreiben. Warum wählten die Pharaonen 1500 Jahre vor unserer Zeitrechnung diesen Ort als Begräbnisstätte? Wahrscheinlich wegen dieses Berggipfels, der die Silhouette einer Pyramide hat. Das Tal der Könige liegt auf der Westseite des Nils, gegenüber der Stadt Luxor, dem altägyptischen Theben. Dieses Tal ist Schauplatz sensationeller Funde. 21 Pharaonengräber wurden dort entdeckt. Außerdem die Gräber zahlreicher bedeutender Persönlichkeiten, denen die Herrscher das Privileg gewährten, an ihrer Seite bestattet zu werden. Hier beginnt am Morgen des 4. November 1922 die Entdeckungsgeschichte der letzten Ruhestätte des Tutanchamun. Als Carter an diesem Tag auf dem Grabungsareal eintrifft, ist es still. Die Arbeiter sind verstummt, denn nach jahrelanger Suche sind sie auf etwas gestoßen, das eindeutig auf ein Grab hinweist. Die oberste Stufe einer Treppe. Howard Carter beginnt, die ersten Stufen freizulegen und entdeckt eine Leiste aus Holz.
Eine Art Einlage, die zum Deckel einer Truhe gehört. Und darauf findet er mehrere königliche Kartuschen. Die Leiste liegt auf der untersten Treppenstufe, zwischen scheinbar unwichtigen Holzstücken, den Teilen einer Truhe, die jüngst in den Werkstätten des großen Museums zusammengefügt wurden. Die Einlage ist wieder an ihrem ursprünglichen Platz. Zwei Namen stehen darauf geschrieben. Zwei Namen, die eine entscheidende Rolle spielen bei der Untersuchung von Tutanchamuns Grab. Der Name seines Vaters, Pharao Echnaton, aber auch der seiner älteren Schwester, Merit Aton. Zwei Namen, die untrennbar mit der Geschichte von Amarna verbunden sind. Einer antiken Stätte 200 Kilometer nördlich von Theben und dem Tal der Könige. Amarna. Hier lag einst die Hauptstadt von Echnaton, Tutanchamuns Vater. Der Pharao hat sie zu Ehren des Gottes Aton gegründet und seine Erscheinung auf Erden, der Sonnenscheibe. Es war ein gigantisches Projekt. Eine Stadt, die sich über 10 Kilometer erstreckte und in weniger als 6 Jahren errichtet wurde. Der König beschloss, seine Stadt Achet Aton zu nennen, Horizont des Aton. Er erkannte hier in Amarna den Ort der Erscheinung der Sonne auf Erden. Mit dem neuen Kult entsteht eine neue Architektur. Die Tempelanlagen werden mit offenem Dach gebaut, damit die Sonnenstrahlen eindringen können. Von den Aton-Tempeln sind nur wenige Überreste und die Fundamente erhalten. Mit diesen Steinen wollen die britischen Archäologen, die hier arbeiten, die ursprünglichen Mauern andeuten. Diese waren mehrere Meter hoch und bestanden aus ganz besonderen, standardisierten Steinblöcken, den sogenannten Talatat. Diese Blöcke wurden quasi industriell in den Steinbrüchen Ägyptens abgebaut. Sie wogen nur rund 50 Kilo, das heißt, ein normaler, gesunder Mann konnte sie auf dem Rücken tragen. Auf diese Weise ließen sich Gebäude in Rekordzeit hochziehen, weil die Blöcke einfach aufeinander gesetzt werden konnten. Die Kehrseite war, dass die Gebäude ebenso schnell wieder zurückgebaut werden konnten. Und so wurde schon bald nach Echnatons Tod beschlossen, seine Tempel bis auf die Grundmauern abzutragen und die Steinblöcke für andere neue Bauten zu verwenden. 10 Jahre nach Baubeginn scheitert das Großprojekt des Pharao. Und das Schicksal der königlichen Familie endet in einer Tragödie. Aber wo liegt die Verbindung mit der Holztruhe, deren Reste Howard Carter am Eingang des Tutanchamun-Grabes gefunden hat? Warum trägt die Truhe den Namen Echnatons und den seiner ältesten Tochter Merit Aton? Die Antwort findet sich im Königsgrab von Amarna. Ein Felsengrab hoch über der verschwundenen Stadt. Auch wenn sie stark beschädigt sind, lässt sich anhand der Reliefs rekonstruieren, was nach Echnatons Regentschaft geschah. Im linken Bereich sehen wir zwei tote Mädchen, die auf einem Ritualbett aufgebahrt sind. Es handelt sich um die Prinzessinnen Setepenre und ihre Schwester Nefer Neferore.
Vor ihnen steht das weinende Königspaar. Vorne Echnaton, der eine Geste der Trauer macht und mit der anderen Hand seine Gemahlin Nofretete stützt, die vor Schmerz taumelt. Am Ausgang einer der Räume sehen wir einen Säugling, der von einer Amme getragen wird und der kein anderer sein kann als Prinz Tutanchaton, der kurz vor dem Tod seiner Schwestern geboren wurde. Die Hofdamen ringen die Hände über dem Kopf und weinen. Sie teilen die Trauer der Königsfamilie über den Tod der Prinzessinnen. In einer benachbarten Kammer setzt sich das Unglück fort. Der Tod hat ein weiteres Opfer gefordert, eine dritte Prinzessin. Sie ist hier als Statue dargestellt, vor der das Königspaar wehklagt. Es handelt sich um Maket Aton. Sie war ungefähr 10, als sie starb. Echnaton und Nofretete werden von ihren drei überlebenden Töchtern begleitet. Hier ist die Älteste, Merit Aton, dann Anches Enpa Aton und die Jüngste, Nefa Neferu Aton Tascherit, deren Silhouette verschwunden ist und die als Nächste sterben wird. Sie ist kurz darauf gestorben. Und danach trifft es die Mutter von Echnaton, Teje. Und danach die große königliche Gemahlin Nofretete, die im 16. Regierungsjahr am Ende seiner Regentschaft stirbt. Was ist der Grund für all diese Todesfälle, die die Königsfamilie dezimieren? In einer diplomatischen Korrespondenz zwischen Echnaton und dem König von Babylon wird der Tod einer weiteren Ehefrau des Pharao erwähnt, die im königlichen Harem von Amarna der Pest erlegen sei. Merit Aton, Echnatons erstgeborene Tochter, überlebt die Epidemie. Nach dem Tod ihrer Mutter Nofretete wird sie mit ihrem Vater vereint und nimmt den Titel Große königliche Gemahlin an. Da ihr Bruder Tutanchamun, der damals noch Tutanchaton hieß, noch ein Kleinkind ist, hat sie gute Chancen, ihrem Vater auf den Thron zu folgen. Zwei Tage nach Entdeckung der Treppe im Tal der Könige steht Howard Carter vor dem vermauerten Eingang des Tutanchamun-Grabes. Er schlägt ein kleines Loch in die Wand und stellt fest, dass der dahinterliegende Gang mit Geröll gefüllt ist. Er verschließt das Loch wieder und befiehlt, mit der Ausgrabung zu warten. Dann schickt er ein Telegramm nach England. Habe endlich wunderbare Entdeckung im Tal gemacht. Prächtiges Grab mit intakten Siegeln. Bis zu ihrer Ankunft wieder zugeschüttet. Gratulation. Adressat der Nachricht ist Lord Carnarvon, dessen archäologisches Interesse auf ein Ereignis 20 Jahre zuvor zurückgeht. Damals ist er mit einem der ersten Automobile in Deutschland unterwegs, als er die Kontrolle über den Wagen verliert. Er überschlägt sich. Und obwohl der Unfall mit nur 30 Stundenkilometern passiert, wird Lord Carnarvon schwer verletzt. Die Ärzte raten ihm, den Winter fern des kalten und feuchten englischen Klimas zu verbringen. Aus seinem Hotelzimmer in Luxor blickt er auf das Tal der Könige. Das Abenteuer beginnt. Okay.
Lord Carnarvon steigt in diesem britischen Luxushotel ab. Und wie die meisten anderen Gäste langweilt er sich schon bald, weil er den ganzen Winter hier verbringen muss. Da empfehlen ihm Freunde, sich die Zeit mit archäologischen Grabungen zu vertreiben. Carnarvon gräbt mehrere Monate mit dürftigem Ergebnis. Und ihm wird klar, dass er nicht mal den Sarkophag einer Katze entdecken wird. Also beschließt er, einen Experten hinzuzuziehen, einen Archäologen, der das Gelände kennt. Und wenn sich einer in der Königsnekropole auskennt, dann ist das Howard Carter. Einige Jahre zuvor wird Carter Oberinspektor der ägyptischen Altertümerverwaltung und zieht in dieses Haus. Ihm obliegt die Aufsicht über die Ausgrabungen im Gebiet Oberägypten, zu dem unter anderem das berühmte Tal der Könige zählt. In den folgenden 5 Jahren macht sich Carter mit seinem zukünftigen Grabungsareal vertraut. Dieses Haus ist wie geschaffen für einen Archäologen. Es liegt außerhalb der Stadt, jenseits der Felder, am Eingang zum Tal der Könige, also in direkter Nachbarschaft zu dieser wichtigen archäologischen Stätte. Carter lebt hier mit seinem Pferd und einer zahmen Gazelle. Es gibt Fotos aus dieser Zeit, auf denen er sehr glücklich aussieht. Er ist in seinem Element. Howard Carter ist kein studierter Archäologe. Er hat nie eine Universität besucht. Aber er besitzt den Spürsinn eines Detektivs. Er legt mehrfach Grabräubern das Handwerk, indem er sie aufgrund von Indizien überführt. Kriminellen, die Gräber in seinem Gebiet plündern wollen. Einmal folgt er verdächtigen Fußspuren, um herauszufinden, wer eingedrungen ist. Ein anderes Mal erwischt er eine Bande Plünderer, die nachts an einer Strickleiter in eine Schlucht steigen. Als sie unten sind, zieht er ganz lässig die Strickleiter hoch. Er lässt die Diebe festnehmen und schaut nach, was sie entdeckt haben. Diese glücklichen Jahre enden abrupt, als Howard Carter in die Gegend von Kairo versetzt wird. Hier soll er die Ausgrabungen in Saqqara überwachen, der Nekropole mit der berühmten Stufenpyramide. Eines Morgens pöbelt eine Gruppe hochrangiger französischer Touristen, die Städte, die sie besichtigen wollten, sei nicht ausreichend beleuchtet. Es kommt zu Handgreiflichkeiten mit dem ägyptischen Wachpersonal. Carter nimmt die Wächter in Schutz. Ein diplomatischer Eklat. Er verliert seinen Posten. Carter ist jetzt 30 und arbeitslos. Aber er ist infiziert mit dem Virus der Ägyptologie und bleibt in der Gegend von Theben, von Luxor, wo er sich über Wasser hält, indem er Aquarelle von Antiken an europäische Touristen verkauft. Und mit der Zeit wird ihm klar, dass auf der Liste der Pharaonen, die im Tal der Könige begraben sind, ein Herrscher fehlt. Also sucht er nach Hinweisen auf diesen fehlenden Herrscher. Diese Hinweise findet er in 5 Gräbern, die einige Jahre zuvor im Tal der Könige entdeckt wurden und von denen jedes einzelne direkt oder indirekt mit Tutanchamun verbunden ist. Zunächst ist da die Grabstätte von Yuya und Tuya, den Urgroßeltern Tutanchamuns und Großeltern Echnatons, die im mittleren Sektor des Tals entdeckt wurde. Das Grab ist undekoriert, birgt jedoch bei seiner Entdeckung 1905 einen außergewöhnlichen Schatz. Die Grabbeigaben sind vollständig erhalten. Und Carter vermutet, dass alle Nachkommen des Paares, also auch Tutanchamun, in der Nähe bestattet wurden. Und was Carter auf die Spur von Tutanchamun bringt, ist ein kleines Gefäß aus Keramik, auf dem sein Name steht.
Und wenn dieses Gefäß im Grab der Urgroßeltern gefunden wurde, musste sein Grab ganz in der Nähe liegen. Außerdem sind da eine kleine Goldmaske und andere Objekte aus einem unfertigen Grab, die ebenfalls den Namen des Königs tragen. Aus all diesen Indizien schließt Howard Carter, dass das Tutanchamun-Grab im mittleren Sektor des Tals zu suchen sei. Howard Carter markiert die Fundstätten auf einer Karte und zeichnet ein Quadrat außen herum, um das Grabungsfeld einzugrenzen. Genau in der Mitte entdeckt er 6 Jahre später den Eingang zu dem lange gesuchten Grab. Und auf der untersten Treppenstufe, zwischen den Überresten einer Truhe, findet er die berühmte Leiste aus Holz, auf der der Name Merit Aton geschrieben steht. Aber warum liegt diese Truhe, auseinandergebrochen, vor dem Grabeingang? Die Antwort findet sich im Museum in Kairo, diesmal direkt im Schatz des Kindpharao. Marc Gabold ist einer der führenden Tutanchamun-Experten. Er glaubt, dass einige Objekte aus dem Schatz ursprünglich jemand anderem gehörten. Und heute will er den Beweis dafür erbringen. Das ist Bergkristall. Großartig. Marc Gabold beginnt seine Untersuchung bei einem der Kanopensärge, in denen sich die Eingeweide des Pharao befanden. Von außen sieht alles normal aus. Auch auf der Innenseite der Wanne keine Auffälligkeiten. In der Kartusche deutet nichts auf einen früheren Besitzer hin. Doch im Deckel erregen verdächtige Spuren die Aufmerksamkeit des Experten. Es sind die Kartuschen von Tutanchamun, aber darunter lassen sich Reste älterer Zeichen erkennen. Eine Kartusche Tutanchamuns und Spuren einer alten Inschrift, die der Ägyptologe auf Anhieb erkennt. Das Zeichen zu entziffern ist nicht einfach, aber anhand anderer Beispiele lässt sich die Originalkartusche rekonstruieren. Es ist die der Pharaonin mit dem Beinamen, die wirkmächtig ist für ihren Gatten. Das heißt, die kleinen Sarkophage waren eigentlich für diese Pharaonin bestimmt. Und bei dieser Pharaonin handelt es sich zweifellos um Merit Aton. Wenn die Miniatursärge ursprünglich ihr gehörten und für Tutanchamun umgearbeitet wurden, was ist dann mit dem kostbaren Alabasterkasten, in dem sie steckten? Marc Gabold hat die einmalige Gelegenheit, diesen ohne den schützenden Glaskasten zu betrachten. Bemerkenswert ist die Platzierung der Deckelköpfe in einer Art Dialog. Sie blicken einander in die Augen mit nur wenigen Millimetern Abstand. Ich finde das extrem bewegend, wie die alten Ägypter das inszeniert haben für die Organe des Pharao. Auf dem Alabasterkasten die beiden Kartuschen des Pharao Tutanchamun. Links der Thronname, rechts der Eigenname. Der horizontale Strich direkt unter dem untersten Zeichen, dem kleinen Korb, stammt vermutlich von dem vorherigen Namen. Genauso rechts. Da sehen wir eine schwarz umrandete Kartusche, aber darunter verläuft das Oval einer zweiten Kartusche. Der Name wurde in der Antike korrigiert, damit der Kanopenkasten Tutanchamun zugeschrieben wird. Eines der heiligsten Objekte aus dem Tutanchamun-Schatz wurde also womöglich für eine andere Person gefertigt.
Auch hier ist Merit Aton die wahrscheinlichste Hypothese. Und dann sind da die Stücke, bei denen jeder Zweifel ausgeschlossen ist. Wie dieses Armband, das Teil der Grabbeigaben war. Es muss der Aufmerksamkeit der Priester entgangen sein, die für die Bestattung des Pharao verantwortlich waren. Hier steht der Geburts- und der Thronname und das Epitheton, die wirkmächtig ist für ihren Gatten. Es gab also eine Königin, die vor Tutanchamun regiert hat. Das Armband ist eines der wenigen Stücke, auf denen der Name dieser Königin noch lesbar ist. Es war ein Versehen. Das Armband hätte aus dem Schatz entfernt oder die Kartusche korrigiert werden müssen. Aber das perfekte Verbrechen gibt es eben nicht. Abgesehen von diesem Armband wurden alle Objekte, die Merit Aton gehörten, ausnahmslos mit dem Namen Tutanchamuns versehen. Bei einigen lassen sich jedoch eindeutige Hinweise auf die ursprüngliche Besitzerin finden. Wie bei dieser zauberhaften, vergoldeten Pharao-Figur auf dem Rücken eines schwarzen Panthers. Auch sie stammt aus dem Grabschatz des Tutanchamun und soll den Pharao darstellen. Wäre da nicht eine kleine Irritation? Den definitiven Beweis für die Existenz der geheimnisvollen Pharaonin liefert diese Figur, die im Grab des Tutanchamun gefunden wurde. An der Wölbung der Brüste lässt sich eindeutig erkennen, dass es sich hier um ein junges Mädchen handelt, eine junge Herrscherin. Sehr wahrscheinlich die ältere Schwester Tutanchamuns, Merit Aton. Es ist die einzige vollständig erhaltene Statue der Königin, was sie zu einem einzigartigen Zeitdokument macht und zu einem sehr bewegenden, weil es das Einzige ist, was wir haben. Merit Aton gehört, wie diese Figur beweist, zu den wenigen Pharaoninnen, die Ägypten regierten. Sie gelangt im Alter von 15 oder 16 Jahren auf den Thron, als ihr Land seinen Status als Großmacht zu verlieren droht. Denn während im neuen Reich eine Seuche grassiert, ist auch seine militärische Schlagkraft gefährdet. Bronze ist damals unverzichtbar für die Herstellung von Waffen. Und die Versorgung mit diesem Material ist unterbrochen, weil Ägypten die Herrschaft über die strategische Stadt Kadesh verloren hat. Die Festungsstadt Kadesh spielt eine wichtige Rolle in der Geschichte Ägyptens, weil sie das Reich der Hethiter, also die heutige Türkei, mit dem Nahen Osten verbindet, dem syrisch-palästinensischen Korridor. In Kadesh kreuzen sich die wichtigen großen Handelswege. Vor allem für Zinn und Kupfer, den beiden Hauptbestandteilen von Bronze. Nur mit Kupfer und Zinn ist es möglich, Bronze und damit Waffen herzustellen. Ohne die Kontrolle über Kadesh und die Handelswege ist Ägypten seinen Feinden schutzlos ausgeliefert. Echnaton befiehlt die Rückeroberung der Stadt
um den Handel wieder unter ägyptische Kontrolle zu bringen. Doch wider Erwarten werden seine Truppen geschlagen. Die Ägypter haben seit vielen Jahren nicht mehr im vorderen Orient gekämpft, weil sie das Gebiet bereits kontrollieren. Die Niederlage bei Kadesh ist eine Katastrophe. Es ist sozusagen das Vietnam der alten Ägypter, weil nun der Weg frei ist für die Hethiter, sich die anderen Gebiete in dem Korridor unter den Nagel zu reißen. Und in dieser Situation stirbt der Pharao. Er wird hier bestattet, in einem Felsengrab, wenige Kilometer von Achet Aton entfernt, wo er die letzten Jahre seines Lebens verbracht hat. Die Ägypter befinden sich in einer desolaten Lage und sie beginnen daran zu zweifeln, ob ihr verstorbener Pharao, also Echnaton, sie auf den richtigen Weg geführt hat. Denn die Götter bestrafen sie, die Götter schützen sie nicht länger in ihrem Tun. Und so geht Echnaton schon bald als schlechter König in die Geschichte ein. Und alle Spuren seiner Existenz werden vernichtet. An dieser Wand sehen wir, dass Echnatons Existenz ausradiert wurde. Dort, wo er abgebildet war, ist das Relief zerstört. Unterhalb der Strahlen der Sonnenscheibe, des Aton, der bleiben durfte. Denn Aton trifft keine Schuld, nur seinen Diener, den Pharao, der seine Funktion als Mittler zwischen Menschen und Göttern nicht erfüllt hat. Beim Tod ihres Vaters ist Merit Aton 14 Jahre alt. Als seine älteste Tochter und große königliche Gemahlin ist sie die erste in der Thronfolge. Ihr Bruder Tutanchaton ist da gerade mal 4. Veranlasst Merit Aton sogleich die Anfertigung ihrer Grabausstattung, wie jeder neue Pharao? Im Museum in Kairo setzt Marc Gabold seine Untersuchung am Schatz des Tutanchamun fort. Sein Interesse gilt nun den Gebrauchsgegenständen. Und auch hier begegnet ihm der Schatten der Pharaonin. Hier sehen wir den Namen Tutanchamun in Hieroglyphen. Aber darunter liegen Spuren eines anderen Namens. Das Zeichen des Lebens Anch, des Skarabäus, Chepera und der Name Echnaton ergeben zusammen Anche Cheperu Re, Geliebte des Echnaton. Und das ist der Name der Pharaonin. Noch deutlicher wird die Umwidmung am anderen Griff der Truhe. Die goldenen Hieroglyphen stehen zweifellos für Tutanchamun. Aber die eingekerbten Zeichen bilden eindeutig den Namen der Pharaonin. Diese kleine Truhe gehörte also der Pharaonin und wurde für die Bestattung ihres Bruders umgearbeitet. Als nächstes begutachtet Marc Gabold einen Schmuckgegenstand, der ebenfalls im Grab gefunden wurde. Er zeigt das Abbild der Göttin Nut. Unter Echnaton war der Kult dieser Göttin verboten. Nur Aton durfte verehrt werden. Wem auch immer dieses Schmuckstück gehörte, war also zur traditionellen Religion zurückgekehrt. Doch um wen handelt es sich? Ausspruch der Göttin Nut. Ich breite frohlockend meine Schwingen über meinem Sohn aus, dem König Neb-Cheperu-Re. Ich entfalte meine Flügel über deiner Vollkommenheit, Tutanchamun.
Auch in dieser Kartusche hier lesen wir den Namen Tutanchamun. Und darunter die Reste eines anderen Namens, der leicht zu entziffern ist. Neferneferuaton, die wirkmächtig ist für ihren Gatten, also die Pharaonin. Demnach folgt Merit Aton und nicht wie bislang angenommen Tutanchamun, dem Vater, auf den Thron. Eine Entscheidung, die die Geschicke des neuen Reichs verändern wird. Aber was ist mit den Objekten, die direkt oder indirekt mit dem Leichnam des jungen Pharaos verbunden sind? Der Sarg aus massivem Gold, umschlossen von zwei vergoldeten Holzsärgen. Das Ganze gelagert auf einer Bahre, die in einem Sarkophag aus Quarzit und Rosengranit ruht, der wiederum von vier vergoldeten Schreinen geschützt ist. Einen dieser Schreine wird Marc Gabold nun genauer untersuchen. Diesmal finden sich keine verräterischen Spuren unter dem Namen des Pharao. Dafür bemerkt der Ägyptologe eine Auffälligkeit in der Anordnung der Zeichen. Der Abstand zwischen zwei Hieroglyphen ist zu groß. Tutanchamun, der in der Wahrheit lebt. Hier haben wir drei Zeichen übereinander, aber nicht zentriert. Es ist also Platz für ein weiteres Zeichen, weil da nämlich ursprünglich stand, die in der Wahrheit lebt. Das Zeichen für weiblich wurde gefüllt, mit Blattgold überdeckt und das Ganze poliert, sodass nichts mehr zu sehen ist, bis darauf das ein Zeichen fehlt. Unglaublich. Das Gold ist phänomenal. Es ist nicht zu übersehen, dass dieser Schrein eine Geschichte hat, eine komplizierte Geschichte. Überall, wo der Name des Königs steht, ist das Gold heller als in den anderen Bereichen, die viel röter sind. Der Schrein wurde also für einen König gebaut, dann wurde der Name dieses Königs entfernt, neues Blattgold aufgebracht und ein anderer Name eingraviert. Aber das neue Gold war gelblicher als das alte und hebt sich daher deutlich vom ursprünglichen Rotgold ab. Das ist völlig eindeutig. Und schließlich ist da die Totenmaske Tutanchamuns. Zehn Kilogramm reines Gold. Das berühmteste Objekt aus dem Pharaonenschatz. Wurde sie eigens für ihn angefertigt? Oder stammt auch sie aus dem Besitz seiner älteren Schwester? Marc Gabold hat Anhaltspunkte gefunden, die einmal mehr für Merit Aton sprechen. Eine Kartusche, die erneut winzige Spuren einer früheren Gravur trägt. Ihre Rekonstruktion beweist, auch dieses Objekt war für die Pharaonin bestimmt. Ihre Kartusche wurde später durch die Tutanchamuns ersetzt. Solche außergewöhnlichen Stücke wurden zweifellos für jeden Pharao angefertigt. Aber Merit Aton war eine Frau, noch dazu jung. Für sie war ein solches Privileg sicher schwieriger zu erlangen als für einen König. Vielleicht musste sie sich dafür außergewöhnliche Verdienste erwerben. In Amarna weist einiges darauf hin. Genauer,
Das Grab von Merire II., Haremswächter am Hof von Echnaton. Das erste Wandbild zeigt das 12. Jahr seiner Herrschaft, ehe das Unglück über die königliche Familie hereinbricht. Wir sehen einen idyllischen Moment seiner Regierungszeit. Das Königspaar scheint glücklich, vereint. Hier ein schönes Detail, wie Echnaton die Hand Nofretetes ergreift, die wahrscheinlich schon mit dem künftigen Prinzen Tutanchaton schwanger ist. Die 6 Prinzessinnen sind dahinter dargestellt. Auf dem zweiten Bild sind 3 Jahre vergangen. Echnaton und Nofretete sind tot. Das abgebildete Königspaar ist ein anderes. Auf der rechten Seite Merit-Aton. Links Semenchkare, ein Pharao, der nie geherrscht hat. Denn dieses Bild erzählt von einer Intrige, einem teuflischen Plan, den die Pharaonin gegen die Hethiter, ihre größten Feinde, geschmiedet hat. Als erstes bringt Merit-Aton ihren kleinen Bruder Tutanchaton fern des Hofes unter. Hier ist er mit seiner Amme, kaum älter als 5 Jahre. Dann wendet sie sich an den Großkönig des Hethiterreichs, das Ägypten in Bedrängnis bringt, weil es den Handel mit dem Orient bedroht, und bittet ihn um einen seiner Söhne als Gemahl. Einige Monate später schreibt ihr der Hethiterkönig: Ich habe meinen Sohn nach Ägypten gesandt, aber er ist unterwegs ermordet worden. Merit-Aton hatte vermutlich nie die Absicht, sich mit dem hethitischen Prinzen zu vermählen. Sie wollte schlicht Zeit gewinnen. Genügend Zeit, um die Versorgung mit Kupfer und Zinn durch ihre Armeen zu sichern. Wir wissen nicht, ob der Prinz ermordet wurde oder ob sein Tod Zufall war. Aber diese strategische Heirat war eines der größten Täuschungsmanöver in der Diplomatie der Antike. Merit-Aton war noch sehr jung. Und dieser gelungene diplomatische Schachzug dürfte ihr in den Augen der Ägypter viel Anerkennung eingebracht haben, da die ägyptische Ideologie verlangte, dass der Pharao die kosmische Ordnung zum Wohle Ägyptens aufrechterhält. Und so gibt Merit-Aton den Ein-Gott-Glauben auf und bricht mit dem Denken und dem Werk ihres Vaters. Sie verlässt Amarna und kehrt nach Theben zurück, wo noch immer die traditionellen Gottheiten verehrt werden. Die Pharaonin nimmt ihre gesamte Familie mit, einschließlich der Verstorbenen, die sie in Gräber im Tal der Könige umbetten lässt. Für ihre Mutter, Nofretete, und ihre Großmutter, Königin Teje, wählt sie die letzte Ruhestätte ihres Großvaters, Pharao Amenophis III. Ein kleines Graffito in hieratischer Schrift, der Alltagsschrift des alten Ägyptens, verrät das Datum der Zeremonie. Die Leichname der beiden Frauen ruhen gleich neben dem Sarkophag des goldenen Königs, der fast 40 Jahre über sein Land geherrscht hat. Drittes Regierungsjahr, 3. Monat der Überschwemmung, 7. Tag. Es ist der letzte Hinweis auf die junge Pharaonin. Vier Wochen später, so ist auf der Restaurationsstele zu lesen, besteigt ihr Bruder den Thron. Tutanchamun wird König und von Merit-Aton verliert sich jede Spur. Das ist gewiss kein Zufall, aber mehr ist dazu nicht bekannt.
Am wahrscheinlichsten ist, dass sie starb und ihr Bruder die Thronfolge antrat. Sicher ist nur, dass nicht sie in der Grabausstattung bestattet wurde, die sie für sich anfertigen ließ, sondern Tutanchamun. Sie wurde bestimmt bestattet, nur weiß keiner wo. Vielleicht in einem bekannten Grab, das komplett geplündert wurde, oder in einem noch unentdeckten Grab. Wir haben keinerlei Hinweise auf ihr endgültiges Schicksal. Zwei Wochen sind vergangen, seitdem Howard Carter nach England telegrafiert hat, als sein Mäzen Lord Carnarvon in Begleitung seiner Tochter Lady Evelyn in Kairo eintrifft. Vier Tage später stehen sie in Luxor vor dem Grabmal des Pharao. Mit von der Partie ist Carters neuer Assistent, Arthur Callender. Carter bricht den vermauerten Eingang auf und seine Männer machen sich an die Arbeit. Nachdem sie den Gang, der zum eigentlichen Grab führt, freigelegt haben, stoßen sie auf einen weiteren vermauerten Türeingang. Kurzerhand schlägt Carter ein Loch hinein, um zu sehen, was sich dahinter befindet. Wie er später erzählt, sieht er vor allem Objekte mit seltsamen Tierköpfen, Statuen und überall Gold, das im Licht seiner Kerze schimmert. Als Lord Carnarvon ihn fragt, was er sieht, sagt Carter den Satz, der in die Archäologiegeschichte eingehen wird. Ich sehe wunderbare Dinge. In seinen Aufzeichnungen, die in Oxford erhalten sind, beteuert der Ägyptologe, dass das Team das Grab an jenem Tag nicht betreten habe. Aber ist das die Wahrheit? Oder ist die Gruppe doch weiter vorgedrungen, und sind bei der Gelegenheit womöglich Stücke aus dem Schatz entwendet worden? Im Museum in Kairo untersucht der deutsche Ägyptologe Christian Löben den Hergang der Graböffnung. Diese prächtige, mit Intarsien verzierte Holztruhe liefert ihm einen ersten Hinweis. Das ist ein absolutes Meisterwerk. Im Grab wurde neben der Truhe ein Haufen getrocknetes Schilfgras gefunden, über 3000 Jahre alte Binsen. Außerdem vier kleine Keramiken sowie ein hervorragend erhaltener Weidenkorb. Carter zufolge lagen diese Dinge bei der späteren Begehung so vor der Tür zur Grabkammer. Für Christian Löben dagegen liefern sie den Beweis, dass Carter und seine Begleiter sehr wohl das gesamte Grab durchsucht haben. Er stellt sich folgendes Szenario vor. Die vier betreten die Vorkammer und Carter nimmt sogleich einen Nebenraum wahr. Dessen Zugang ist durch eine Holztruhe versperrt. Er stellt sie weg und kriecht in die winzige Kammer hinein. Auf dem Rückweg bemerkt er rechts in der Vorkammer eine Tür. Er meißelt ein Loch hinein und zwängt sich durch, gefolgt von Lady Evelyn und Lord Carnarvon. Der korpulente Callender bleibt in der Vorkammer zurück. Carter bricht den ersten Schrein auf, dessen Tür versiegelt ist. Bei der offiziellen Öffnung der Grabkammer wird später ein Siegel auf dem Boden gefunden. Als Carter aus der Schatz- und Sargkammer zurückkam in die Vorkammer, hat er das Loch, was er in die Tür gemacht hat, verschlossen und hat dafür natürlich modernen, frischen Lehm benutzt, den er dann auch gesiegelt hat. Um das zu verdecken, weil das hätte man ja sofort gesehen, dass dort frischer Lehm verwendet wurde, hat er einen Korb davor gestellt. Und damit ja niemand auch zu nah daran kommt und hinter den Korb guckt,
hat er genau diese Truhe in die Position gestellt, um die Leute daran zu hindern, sich der Tür zu nah zu nähern. Dass ich das weiß, liegt daran, dass es die einzige Truhe der Vorkammer ist, die nicht im rechten Winkel aufgestellt ist, wie eigentlich alle anderen Objekte in der Vorkammer. Und der Bluff gelingt. Keiner wundert sich, warum diese Objekte so schlampig abgestellt wurden, während die restliche Vorkammer sorgfältig arrangiert ist. Als sich die zuständigen ägyptischen Funktionäre zur feierlichen Graböffnung einfinden, glauben sie, die Schatzkammer des Pharao sei unbetreten und seine Grabbeigaben seien unangetastet. Doch in der Zwischenzeit sind Lord Carnarvon und Lady Evelyn nach England abgereist. Im Gepäck mehrere Objekte aus dem Tutanchamun-Grab. Von Highclere Castle aus, ihrem Schloss in der Nähe von London, schreibt Evelyn an Howard Carter. Der Gesundheitszustand ihres Vaters verschlechtere sich zusehends, lässt sie ihn wissen. Aber um ihn aufzumuntern, genüge es, ihm noch einmal ihr Eindringen ins Allerheiligste zu schildern. Das wirke auf ihn wie eine Magnumflasche Champagner. Lord Carnarvon selbst erfindet in einem Schreiben an Carter Herkunftsorte für die Objekte, die er aus dem Grab des Pharao entwendet hat. Die Gazelle und das Pferd wurden in Kairo gekauft. Ich werde sagen, sie stammen aus Saqqara. Die Rede ist von dieser Gazelle, heute im Besitz des Metropolitan Museum of Art in New York. Genau wie das Pferd aus Elfenbein. Denn nach Carnarvons Tod hat sich seine Sammlung in alle Winde zerstreut. Das meiste ging in die USA. Auch Howard Carter hat bei der heimlichen Ersterkundung des Grabmals im November 1922 einige Stücke mitgenommen. Als er 20 Jahre später starb, wurden auch sie verkauft. Heute leitet Mark Gabold eine Untersuchung, um sie wiederzufinden. Im Labor des neuen ägyptischen Museums ist er mit Ahmed verabredet, einem Restaurator. Sein Interesse gilt diesen kleinen Holzfiguren. Ahmed, können Sie mir bitte den kleinen Affen zeigen? Sie sind kürzlich im Depot des alten Museums in Kairo aufgetaucht. Dieser Affe sieht genauso aus wie einer aus der Carter-Sammlung, der sich im Brooklyn Museum befindet. Es ist gut möglich, dass es sich um ein Pärchen handelt und dass die beiden ursprünglich ein Kosmetikobjekt eingerahmt haben, da solche Affen mit ausgestreckten Armen oft einen Kajalbehälter hielten, sprich einen Behälter mit Augenschminke. Und zwei Objekte, die sich so ähnlich sehen, gehören oft auch zusammen. Diese beiden Affen sind allein aufgrund ihrer Gesichtszüge ziemlich einzigartig in der ägyptischen Kunst. Von daher ist es sehr wahrscheinlich, dass sie zusammengehören. Ähnlich verhält es sich mit diesem Elfenbeindöschen in Form einer Ente, das im Grab von Tutanchamun gefunden wurde. Zwei weitere identische Dosen, beide aus Carters Sammlung, befinden sich heute im Metropolitan Museum of Art in New York. Da es sich um relativ kostbare und für das damalige Kunsthandwerk ungewöhnliche Arbeiten handelt, ist es gut vorstellbar, dass alle drei Objekte aus demselben Grab im Tal der Könige stammen. Und dann ist da noch dieser kleine bewegliche Löwe, den Mark Gabold ebenfalls einem verblüffend ähnlichen Objekt aus einem nordamerikanischen Museum zuordnet.
Es ist im Grunde ein kleiner Griff. Vermutlich verliefen von dort zwei Schnüre durch die Öffnungen am Kopf und am Schwanz, die mit dem beweglichen Unterkiefer verbunden waren. Wenn der Griff bewegt wurde, ließ sich also entweder das ganze Tier oder nur das Maul bewegen. So konnte dem kleinen Löwen Leben eingehaucht werden. Im Metropolitan Museum of Art gibt es ein ganz ähnliches Objekt, nämlich einen Hund aus Elfenbein mit demselben beweglichen Kiefer. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Hund, der auch zur Sammlung von Howard Carter gehörte, aus dem Grab des Tutanchamun stammt. Sie müssen sich vorstellen, dass der junge Pharao es berührt, damit gespielt hat. Von daher ist es ein emotional aufgeladenes Objekt. Objekte, von denen wir wissen, dass der König damit hantiert hat, haben immer etwas Berührendes. War Tutanchamun noch ein Kind, als er Pharao wurde? Ein Gegenstand aus dem Schatz erzählt von dieser frühen Phase seiner Herrschaft. Der berühmte goldene Thron, der ebenfalls in seinem Grab gefunden wurde. Die Rückenlehne zeigt ihn zusammen mit Anches en Amun, seiner anderen älteren Schwester, die er vermutlich gerade geheiratet hat. Die Höhe des Throns entspricht einem Erwachsenen. War er überhaupt für den jungen Pharao bestimmt? Marc Gabold nimmt vor allem den unteren Teil des königlichen Sessels ins Visier. Dieser Teil ist ganz offensichtlich beschädigt. Hier lässt sich erkennen, dass da einmal dekorative Elemente waren, die rundum entfernt wurden. Das kann durch normale Abnutzung geschehen sein, aber vorstellbar ist auch, dass es dafür einen anderen Grund gegeben haben könnte. Was könnte die Beine des Throns von Tutanchamun geschmückt haben? Wahrscheinlich ähnliche Schnitzereien wie bei diesem royalen Sitzmöbel. Einem Kinderstuhl, der sich ebenfalls im Grab befand. Miteinander verflochtenes Schilfrohr als Symbol für die Vereinigung von Ober- und Unterägypten. Stellen Sie sich vor, auf diesem erwachsenen Thron säße ein 7-jähriges Kind. Was macht ein Kind, das stundenlang auf einem zu hohen Stuhl sitzt? Es fängt an, mit den Beinen zu schaukeln und tritt dabei immer wieder gegen die Verzierungen, die mit der Zeit kaputt gehen. Um der Eleganz willen wurden die kaputten Elemente rundum entfernt. Aber hier haben wir vermutlich den Beweis, dass Tutanchamun schon in sehr jungen Jahren mit 7 oder 8 auf dem Thron saß und dass dieser Thron nicht für ihn, sondern für einen Erwachsenen gefertigt wurde. Wenn der Thron ursprünglich nicht für Tutanchamun bestimmt war, für wen dann? Des Rätsels Lösung findet sich auf der Rückseite des Möbels. Die These ist, dass dies nicht das Originaldekor ist, dass die Goldblätter abgenommen und dabei zerrissen wurden, dass das neue Protokoll eingraviert wurde und die Blätter wieder angeklebt wurden. Und noch ein Indiz spricht für diese These. Ein rätselhafter Satz auf der berühmten Restaurationsstele, der Tutanchamuns Thronbesteigung belegt. Einige Tage danach erschien seine Majestät auf dem Thron seines Vaters und regierte über die Ufer des Horus.
Auf der Restaurationsstele heißt es, Tutanchamun habe den Thron seines Vaters eingenommen. In diesem Fall ist der Text wahrscheinlich wörtlich zu nehmen. Dann wäre das der Thron Echnatons, für Tutanchamun umgearbeitet, damit er regieren kann. Doch bevor er den Thron besteigt, muss der junge Pharao eine letzte symbolische Handlung ausführen. Sein Vater, der in Amarna begraben liegt, wird womöglich als schlechter König in die Geschichte eingehen. Damit Tutanchamun seine Nachfolge antreten kann, muss er ihn umbetten. Diese Vertiefung entspricht exakt der Stelle, an der Echnaton-Sarkophag gestanden hat. Hier lag er begraben, und hier haben die Beamten des jungen Pharao seine Mumie exhumiert, um sie ins Tal der Könige zu bringen. Den Sarkophag ließen sie zurück. Er wurde später zerstört, wohl um zu verhindern, dass er wiederverwendet wurde. Aber vielleicht auch, um jede Erinnerung an diesen Pharao auszulöschen. Echnaton umzubetten, das bedeutet nicht nur, seinen Leichnam ins Tal der Könige zu bringen, wo alle Pharaonen des neuen Reichs beigesetzt sind. Es bedeutet auch, das dynastische Gesetz auf diesem Papyrus zu befolgen. Das Vermächtnis geht auf denjenigen über, der begräbt, heißt es dort. Anders gesagt, wer den Pharao beisetzt, wird sein rechtmäßiger Nachfolger. Tutanchamun wählt dafür das Grab einer Person von niederem Rang. Der verstorbene Pharao wird in dem Sarkophag einer seiner ausländischen Nebenfrauen ruhen, die in Ungnade gefallen ist, einer gewissen Kia. Und so wird Tutanchamun an einem Tag im Jahr 1327 vor unserer Zeit endgültig der neue König von Ägypten. Schilfrohr, das seine Majestät selbst ausgesucht und eigenhändig geschnitten hat, im Schilfdickicht von Djapur, das sich am Hof von Junsis befindet, am Standort der Pfeilmacher. Das ist eines der anrührendsten Objekte aus dem Grab, denn wir wissen kaum etwas über das Leben Tutanchamuns. Wir wissen von seiner Geburt, von seinem Tod, aber dazwischen klafft eine gewaltige Lücke. Und dieses Rohr erzählt, wie der König, vermutlich als er sich im Nildelta aufhielt, wo wenig später die Hauptstadt Pira Mesa entstehen sollte, eigenhändig ein Schilfrohr abschnitt, um einen Gehstock daraus zu machen. Und offenbar war dieser bedeutend genug, um ihn an beiden Enden mit kostbaren Metallkappen zu versehen und ihn dem Pharao mit ins Grab zu geben.130 Gehstöcke, Zepter und andere Stäbe wurden im Grab Tutanchamuns abgelegt. Viele davon zwischen den Schreinen in unmittelbarer Nähe der sterblichen Hülle des Pharaos. Sie sollten dem Toten den Weg ins Jenseits erleichtern, ihm helfen, sich zu verteidigen oder seiner Autorität Ausdruck verleihen. Doch ihre große Zahl wirft Fragen auf. An ihr entzündet sich die Idee von einer Behinderung des Kindkönigs. Gehstöcke sind in einem Grab nichts Ungewöhnliches. Sie werden in allen Gräbern gefunden. Allerdings sind es bei Tutanchamun sehr viel mehr als in anderen bekannten Gräbern. Aber er war ja auch ein König. Von daher lässt sich allein aus der Anzahl der Stöcke nicht ableiten, dass er eine Gehbehinderung hatte. Aber es ist ein Hinweis auf eine Behinderung. Wie lässt sich eine solche Hypothese nach 3000 Jahren überprüfen? Ja.
Diese prächtige Holztruhe liefert einen weiteren Anhaltspunkt. Tutanchamun erscheint darauf zweimal, jedes Mal mit einer Anomalie in der Darstellung. Erstens auf dem Deckel, auf dem das Königspaar abgebildet ist. Eine ganz typische Szene für diese Zeit, sehr idyllisch, sehr zärtlich. Anches N. Amun, die Ehefrau Tutanchamuns, schenkt dem König Blumen. Das Bemerkenswerte ist, dass der sich auf einen Stock stützt. Lässt sich dieser Stock deuten? Lässt er tatsächlich auf eine Behinderung schließen? Oder ist er schlicht eine königliche Insignie? Auch die zweite Abbildung sät Zweifel. Hier sehen wir Tutanchamun beim Bogenschießen, Anches N. Amun zu seinen Füßen. Das Seltsame daran ist, dass er sitzt. Wir haben vier Bilder von Tutanchamun, wie er im Sitzen mit dem Bogen schießt. Normalerweise sitzt ein Bogenschütze aber nicht. Daraus lässt sich nicht unbedingt schließen, dass er behindert war, aber vielleicht war er schlecht zu Fuß oder konnte nicht lange stehen. Im Labor des großen ägyptischen Museums wird das Rätsel um die Behinderung Tutanchamuns vielleicht endgültig gelöst. Und zwar durch die Untersuchung seiner Unterwäsche. Dreieckstüchern, die sich der Pharao zwischen den Beinen durchgeschlungen und um die Taille geknotet hat. Zuerst werden rund 50 Aufnahmen gemacht, jede aus einem anderen Winkel beleuchtet. Diese Technik ermöglicht es uns, Abnutzungsspuren des Gewebes zu erkennen. Abnutzungsspuren, die durch den Gebrauch des Tuchs oder durch eine verstärkte Reibung entstanden sind. Anschließend werden die Aufnahmen am Computer zusammengestellt. Daraus ergibt sich ein einzigartiges Gesamtbild, das die Betrachtung mit unterschiedlicher Beleuchtung erlaubt. Anhand dieser Methode haben die Wissenschaftler entdeckt, dass das Tuch nicht gleichmäßig abgenutzt ist. Die runden Leinenfasern sind auf der rechten Seite stärker plattgedrückt als auf der linken. Diese Partie befindet sich in Höhe der Taille. Und in diesem Bereich sitzen wir gewöhnlich. Wenn wir diesen Bereich ein wenig vergrößern und die beiden Seiten miteinander vergleichen, erkennen wir, dass die Oberfläche rechts glatter ist als links. Hier treten die Gewebefasern deutlicher zum Vorschein als da. Hätte eine gesunde Person dieses Tuch getragen, würden wir eine gleichmäßige Abnutzung auf beiden Seiten sehen. Daher ist anzunehmen, dass der Pharao ein Problem mit dem linken Fuß hatte, was ihn zwang, mehr auf der rechten Seite zu sitzen. Folglich ist die Abnutzung auf der rechten Seite des Wäschestücks stärker. 145 Wäschestücke wurden aus dem Grab geborgen. Und das Untersuchungsergebnis ist bei allen dasselbe. Die Abnutzung ist ungleichmäßig. Der Pharao hat also in irgendeiner Form gehumpelt. Zum Zeitpunkt seines Todes ist Tutanchamun etwa 17 Jahre alt. Gerade hat er sein 10-jähriges Thronjubiläum gefeiert. Das ungefähre Datum verrät uns eine Blumenkette, mit der seine Mumie geschmückt war.
Die Blumen blühen zwischen Ende März und Anfang April. Da das Balsamierungsritual im alten Ägypten 70 Tage dauerte, gilt es heute als erwiesen, dass Tutanchamun irgendwann zwischen Dezember und Februar gestorben ist. Sein Leichnam wurde vollständig rasiert und gewaschen. Dann wurde das Gehirn entfernt, durch die Nasenlöcher und, was ungewöhnlich war, auch durch einen Schnitt in Höhe des obersten Halswirbels. Anschließend wurde der Schädelraum mit einem harzreichen Salböl verfüllt. Nun wurden die Eingeweide, die Lunge und auch das Herz entnommen. Natronsäckchen wurden in und auf den Körper gepackt, um das organische Material 60 Tage lang zu trocknen. Anschließend wurde der Bauchraum mit salbölgetränkten Leinenbinden ausgestopft und der Leichnam mit einem Gemisch aus Salböl und süßem Wein übergossen. Diese ungewöhnlich intensive Behandlung hat das Fleisch des Pharao schwer verätzt. Daher zählt Tutanchamuns Mumie heute zu den weniger gut erhaltenen Pharao-Mumien. Nach der Einbalsamierung wurde der Kopf des Königs mit einer Perlenhaube bedeckt und seine Brust mit einem Kragen aus Keramikperlen. Die Finger wurden mit Goldhülsen versehen, die Füße in goldene Sandalen gekleidet und die Arme mit Reifen geschmückt. Sodann wurde der Leichnam in 16 Lagen Leinenbinden gewickelt, zwischen die Dutzende Amulette mit Zauberkräften geschoben wurden. Zahlreiche Ketten sowie mehrere eindrucksvolle Waffen, darunter ein Dolch aus massivem Gold und ein weiterer, dessen Klinge aus einem erstaunlichen Metall gefertigt war. Als Carter ihn fand, war der Dolch vollkommen intakt. Er zeigte keinerlei Rost, nur einige kleine korrodierte Punkte, die aber poliert waren. Und als er die Schneide an seinem Daumen testete, war sie messerscharf. Wir wissen, dass Tutanchamuns Großvater, König Amenophis III., vom König von Mitanni, das entspricht in etwa dem heutigen Kurdistan, dass er von diesem König einen Dolch erhalten hat, von dem es heißt, seine Klinge ist aus Eisen, sein Schaft mit blauen Steinen besetzt, seine Scheide ist aus Gold und sein Knauf aus Rilabi-Stein, womit Bergkristall gemeint sein könnte. Das Außergewöhnliche an diesem Metall ist, dass es sich um meteoritisches Eisen handelt. Es war in der Antike nicht unüblich, Eisen von Meteoriten zu verwenden, es zu hämmern und zu schmieden und exzellente Waffen daraus zu fertigen. Die Ägypter mussten sich im Tod gegen feindliche Mächte schützen. Und dieser Eisendolch war mit Sicherheit eine bessere Waffe als eine aus Bronze. Wenn er Tutanchamun mitgegeben wurde, dann weil es eine hocheffiziente Waffe war. ...3200 Jahre später kostet es Howard Carter mehrere Wochen, das Werk der ägyptischen Priester auseinanderzunehmen. Er muss die Särge trennen, ohne sie zu beschädigen, und die Mumie des Pharao freilegen, um sie zu untersuchen. Carter baut ein Holzgerüst um den Quarzit-Sarkophag. Dann hebt er den Deckel ab. Ebenso den Deckel des äußeren Sargs. Mit einem komplexen System aus Seilrollen bringt er schließlich bis zum innersten Sarg vor, der aus massivem Gold besteht. In einem Nachbargrab muss er die Mumie aus den versteinerten Harzölen, mit denen sie übergossen worden war, herausschneiden.
Anschließend erhitzt er den goldenen Sarkophag, um ihn von dem zweiten Sarg zu trennen. Jetzt endlich kann er die Mumie des Pharao untersuchen. Da sich die Leinenbinden nicht lösen lassen, die von den Harzölen ebenfalls steinhart geworden sind, muss Carter den Leichnam buchstäblich sezieren und stößt dabei auf rund 200 Objekte, die zwischen den Bandagen stecken. Am Ende blickt er auf den Leichnam Tutanchamuns, unbekleidet bis auf eine Perlenhaube, die sich in den Schädel eingefressen hat und die der König vermutlich als Kleinkind trug. Außerdem offenbart sich ein prächtiger Halskragen aus Gold und blauer Keramik, der regelrecht mit dem Fleisch des Pharao verwachsen ist. Aber als Carter die Mumie in einer Kiste zurück ins Grab legt, ist der Großteil dieses Schmuckstücks verschwunden. In den darauffolgenden Jahren zerschneiden Grabräuber den mumifizierten Torso, stehlen den Rest des Kragens und die Schädelhaube. So ist der in seinem Grab ausgestellte Pharao heute sämtlicher Attribute beraubt, mit denen er einst beigesetzt wurde. Im Depot des großen ägyptischen Museums lagern einige Objekte, die erst ganz zum Schluss ins Grab kamen. Nicht nur der König wurde mumifiziert, auch einige Geflügel und Fleischsorten befanden sich in mumifizierter Form in Boxen in dem Grab. Diese sollten das leibliche Wohl des Königs im zweiten Leben nach dem Tod garantieren. Zu den 5500 Objekten, die der Schatz des Tutanchamun umfasst, zählen 48 Holzboxen mit Fleisch. Sie waren zusammen mit allen Arten von Gewürzen und Früchten in der Vorkammer aufeinander gestapelt, während in der Seitenkammer Krüge mit Cheddar standen, einem mit Honig gesüßten Wein, den die alten Ägypter liebten. Die Domfrucht findet sich bis heute an Palmen am Nil. Im Grab des Tutanchamun wurden Hunderte von diesen Domfrüchten gefunden. Ein Sistrum, ein Musikinstrument. Es war ein Medium, mit dem man mit den Göttern in Kontakt treten konnte. In der Grabkammer weist einiges darauf hin, dass das Grab in aller Eile ausgestattet wurde. An dieser Stelle ist die Farbe heruntergelaufen. In einem echten Pharaonengrab wäre eine solche Schlamperei niemals geduldet worden. Wahrscheinlich war das Grab von Tutanchamun noch nicht fertig. Und so wurde er im Grab eines einfachen Bürgers beigesetzt, das noch schnell für diesen Zweck hergerichtet wurde. Die Wandmalerei im Tutanchamun-Grab beinhaltet eine Szene, die in der Kunstgeschichte einzigartig ist. Sie zeigt einen Pharao, der seinen Vorgänger beisetzt. Rechts haben wir den frisch gekrönten Pharao Ehe, der die letzten Bestattungsriten am Leichnam des jungen Tutanchamun vornimmt. Das Überraschende an dieser Darstellung von Ehe ist die Jugend, die ihm verliehen wurde. Er trägt dieselben jugendlichen Gesichtszüge wie sein junger Vorgänger, den er hier bestattet. Dabei ist historisch belegt, dass zwei Generationen zwischen ihnen liegen. Vom Alter her könnte Ehe Tutanchamuns Großvater sein. Und er ist es vielleicht auch, mütterlicherseits. Dann hätten wir hier einen Großvater, der seinen früh verstorbenen Enkel beerdigt.
Was geschah, nachdem die Zeremonie vollzogen und das Grab verschlossen worden war? Howard Carter stellt dazu Untersuchungen an. Alles beginnt gleich nach der Entdeckung, als er vor dem Eingang zum Pharaonengrab steht. Auf den ersten Blick scheint die Mauer vollkommen intakt. Doch dann bemerkt er in der linken oberen Ecke eine Stelle, die aufgebrochen und provisorisch geflickt wurde. Bei genauerer Betrachtung sogar zweimal. Die Frage, ob das Grab schon in der Antike geplündert wurde, interessiert ihn brennend. Und er sucht nach allen möglichen Hinweisen, um seine frühe Geschichte zu rekonstruieren. Als er in das Grab eindringt, entdeckt Carter mehrere gewöhnliche Gegenstände. Gegenstände, auf denen er sein Szenario früher Plünderungen aufbaut. Er fand unter anderem ein Schäsch, ein Tuch, wie ich es trage, und das vor allem zum Transport von Sachen diente. In diesem Tuch lagen mehrere kunstvoll gearbeitete Goldringe, die die Grabräuber schon eingepackt hatten, als sie auf frischer Tat ertappt wurden. Das Tuch, in dem sie ihre Beute wegtragen wollten, ließen sie an Ort und Stelle zurück. Nicht auszumalen, welche Höllenqualen sie dafür erwarteten. Denn wir wissen, dass Grabräuber im Tal der Könige drakonisch bestraft wurden. Sie wurden gepfählt. Das heißt, sie mussten auf einem spitzen Pfahl elendig sterben. Carter findet das Tuch mit den 8 Ringen in der Vorkammer der Gruft. In einer Truhe, die auf einem der Betten des Pharao steht. Daraus leitet er ab, dass die Grabwächter, die die Räuber überraschten, das Diebesgut, das sie bei ihnen fanden, in diese Truhe legten. Außerdem entdeckt er im Grab Unmengen Pfeile, deren Spitzen fehlen. Einige Bronzespitzen liegen im Eingangskorridor, als hätten die Räuber sie bei ihrer überstürzten Flucht verloren. Und dann sind da diese Gefäße aus weißem Kalzit, die einst pflanzliche Salben enthielten. Die Diebe haben sie geleert und dabei Kratzspuren auf der Innenseite hinterlassen. So seine Theorie. Aus all dem entwickelt Carter folgendes Szenario. Beim ersten Mal brechen die Grabräuber in die Vorkammer ein, greifen sich einige Objekte und suchen unbehelligt das Weite. Woraufhin die Grabwächter den Zugang zuschütten, um das Grab zu schützen. Doch die nächsten Plünderer lassen sich davon nicht aufhalten. Carters Berechnungen zufolge brauchen sie etwa 8 Stunden bis zum Schatz des Pharao. Aber diesmal werden sie geschnappt und die Beute wird ins Grab zurückgestellt, das nun endgültig verschlossen wird. Sein Eingang wird später vom Aushub eines anderen Grabs bedeckt. Und so gerät die letzte Ruhestätte Tutanchamuns in Vergessenheit. Umso mehr, als ein gewisser Haremhab den Kindpharao aus der Geschichte Ägyptens ausradiert. Nach der kurzen Regentschaft Ehes lenkt er von nun an die Geschicke des Landes. Ägypten wird wieder zur Großmacht und das Grabmal des neuen Pharao soll Maßstäbe setzen. Das Grab ist absolut gigantisch. Es reicht 128 Meter tief ins Erdreich. 1300 Kubikmeter Fels wurden dafür ausgehoben. Es hat wahrhaft königliche Proportionen. Dagegen ist das Grab von Tutanchamun nur das Grab eines einfachen Mannes, das auf die Schnelle für den Herrscher ausgestattet wurde.
Nach dem Grab Tutanchamuns mit gut 100 Quadratmetern Fläche und dem etwa doppelt so großen von Ehe kehrt Haremhab zu den monumentalen Dimensionen der großen Könige des Neuen Reichs zurück. Unter ihm gerät die 18. Dynastie, die von Echnaton, Merit-Aton und Tutanchamun, in Vergessenheit. Er war der oberste General des Heeres, überaus mächtig und der starke Mann hinter Tutanchamun. Wir wissen, dass er die Friedensverträge mit den Hethitern ausgehandelt hatte und während der Herrschaft des Kindkönigs faktisch regierte. Als dessen direkter Nachfolger stirbt, nutzt Haremhab seine Macht und wird Pharao. Er löscht die Erinnerung an seine Vorgänger aus, indem er ihre Bauwerke systematisch zerstört und die übrigen in Besitz nimmt. Er ersetzt Tutanchamuns Namenskartusche durch seine eigene und eliminiert ihn aus der ägyptischen Geschichte. Bis Howard Carter das Grab des jungen Pharao wiederentdeckt und ihn aus der Dunkelheit ans Licht holt. Haremhab wollte Tutanchamuns Spuren für immer ausradieren. Wie dieser zuvor die von Merit-Aton, seiner ältesten Schwester. Keinem von beiden ist dies gelungen. Ihre Namen haben die Jahrtausende überdauert. Für die alten Ägypter eine wahre Ewigkeit.